Ich grüße euch, willkommen zu einer weiteren Folge Retropanna quält sich. In dieser Folge ist mal wieder ein Super Nintendo Titel dran und zwar Eek the Cat. Über das Spiel bin ich eigentlich eher durch Zufall bei der Retro-Börse in Hannover gestolpert. Und zwar habe ich ja selber Katzen und als ich den Titel gesehen habe, eine lila Katze, das sieht so nach einem krasser 90er Maskottchen-Plattformer aus. Vielleicht ist es ja gut, sieht auf jeden Fall sehr verrückt aus, wo irgendwie 90er Jahre typisch alles eine Attitude haben musste und so weiter. Ich habe jetzt bei der Vorrecherche erfahren, dass es auf jeden Fall eine Cartoon-Serie ist. Ich weiß gar nicht, ob es die hier in Deutschland ehrlich gesagt gab. Aber naja, schauen wir mal rein. Also das Intro habt ihr schon gesehen, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich habe gehört, dass es vor allen Dingen die Steuerung scheiße sein soll und es sau schwer sein soll. Also schauen wir mal rein. Es sieht zumindest nicht so aus. Es ist natürlich ein Plattformer. Okay. Die Grafik ist sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. Okay, ich kann springen und hauen. Okay. Mehr brauche ich wahrscheinlich nicht. Bin hier im Zoo. Oh! Was war das denn? Okay. Boah! Ach du Scheiße. Ja, ich merke schon. Irgendwie, wenn ihr länger auf Laufen drückt, dann fängt er auch wirklich an zu laufen. Ich zeige euch das mal. Und sowas ist natürlich sehr kacke. Und dann läuft er. Und dann braucht er eine ganz lange Zeit, um ihn abzubremsen. Und sowas ist natürlich für einen Plattformer grandios schwer. Mario macht das nicht umsonst auch nicht so. Wo hätte ich das denn jetzt sehen sollen? Man läuft ja einfach. Okay. Ich muss wahrscheinlich erstmal vorher was einsammeln. Na. Die Steuerung, die ist ganz, ganz schwammig. Also, ihr werdet solche Spiele schon mal gespielt haben. Und das ist echt fies hier. Was für ein Balken ist das da oben eigentlich? Ist das meine Lebensenergie oder? Und dann weiß man ja auch gar nicht, wo man hier lang muss oder nicht. Okay, das ist jetzt, mag es vom Levelaufbau her nicht so problematisch zu sein. Aber man weiß auch gar nicht, was hier Gegner ist und was Hintergrund. Hier das Krokodil zum Beispiel. Das ist quasi farbgleich mit dem Gras da. Okay, da kann ich jetzt zum Beispiel nicht dran vorbei. Oben gibt es Bäume, wo ich vorbei kann. Ganz schlechtes Spieldesign hier. Warum kann ich an dem Baum vorbei, aber anderen nicht? Wo ist das der Zeitlimit der Balken da oben? Gucken, ob es hier unten noch irgendwas einzusammeln gibt. Ach, die alte Frau. Oder muss ich die quasi geleiten? Ich schätze mal, die Frau. Keine Ahnung. Bäm. Achso, jetzt spritzt da nicht mehr. Okay. Weil ich ihn gehauen habe, ist sein Rüssel verknotet. Macht Sinn. Das ist sowieso ein komischer Angriff für eine Katze, ne? Okay, da muss ich sagen, die Animation, die war nicht schlecht. Halt sehr comichaft gehalten, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also ein bisschen so Sonic-Allüren hat er, ne? Mit dem Laufen. Da wollte man mal ein bisschen bei Sonic wilder, nehme ich mal an. Halt, nur halt, dass er kacke ist. Die ist jetzt tot. Okay. Also. Aber immerhin relativ deutliche Sprachsample. Ich nehme an, ich muss wahrscheinlich wirklich die alte Frau irgendwie geleiten. Ich kann es auch zurückstoßen quasi. Dann komm mal her, alte Frau. Dann schalte ich mal am besten den Elefanten schon mal aus. Okay. Den kann ich die Richtung wechseln lassen. Hier, komm. Komm. Alte Omas rumschubsen. Genial.
Ja. Okay, den kann ich anscheinend nicht treffen. Ich frage mich nur, wie ich die Oma da jetzt hochkriege. Ah, die kann ich hochwerfen, okay. Hä, gerade konnte ich sie noch hochwerfen. Komm her, Oma. Ich muss wahrscheinlich die Richtung wechseln. Hä? Ich bin gerade echt voll ratlos. Hier, Oma. Ey, ich wollte die Oma hochschubsen. Wie kann ich bei der Oma die Richtung wechseln? Hier, geh mal in eine andere Richtung. Hier. Ja, okay, mit der Taste, okay. Dann müsste ich hier eigentlich jetzt... Hä? Wie soll ich die da hochkriegen? Wäre es doch nur ein einfacher Standard-Plattformer. Ganz ehrlich. Okay, ich muss den... Ah. Oh. Geht da hoch. Okay, also hier die A-Taste ist der Oma-Knopf, nenne ich es mal. Wenn ich die den schubsen will, muss ich den zweimal gedrückt haben. Bescheuert. Denkt sich sowas aus. Ah, der muss da hoch, ne? Nee, komm hier, komm hier. Das ist quasi Lemmings in schlecht. Und mit Omas. Nein, nein, nein. Oh, die Steuerung, die geht mir so auf den Piss, ganz ehrlich. Weil diese blöde Katze nicht das macht, was man will. Oh, nein, nein, nein. Und da es ja wirklich zeitkritisch ist, sich ja diese Oma so zu boxieren, wie man es haben will. Ja, ist das macht keinen Spaß, das ist nur nervig, das ist das Problem. Die Steuerung ist kacke, man muss aber genau arbeiten. Nein! Wer kam auf so eine beschissene Idee? Da kann ich sie natürlich nicht wieder hochwerfen, also von vorne. Kennt ihr so Spiele, wo ihr einfach nur angenervt seid? Ah, okay, gut. Sowas kann ich auch machen. Komm, Mama. Kann ich wahrscheinlich nicht machen. Ich hab doch gedrückt. Ich habe gelesen, dass es nicht so gut ist, aber dass es so Müll ist. Boah, ne. Also wenn man das schon irgendwie irgendwo hinboxieren muss, dann sollte das vielleicht nicht das Problem sein, die Steuerung, sondern keine Ahnung. Ja. Oma hier, ey. Das ist die Folge, wo ich hier Omas durch die Gegend trete. Mann, ey. Warum haben sie nicht nur einen normalen Scheiß-Plattformer? Ich drücke wirklich relativ genau die Knöpfe richtig. Ohne Witz. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und das ist bei so einem Spiel nicht so geil. Ja, komm. Ich hoffe, die Cartoon-Serie ist nicht so mistig wie das Spiel hier. Ich habe gedrückt. Sorry Leute, es wird eine echt kurze Folge, aber das Spiel macht noch nicht mal ansatzweise Spaß.
Noch nicht mal ansatzweise. Das ist echter Müll. Bitte, macht einen weiten Bogen um Eek the Cat für Super Nintendo. Trotzdem, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.